Steve McQueen, Oscar-Preisträger verstörenden Film. Oscar-Preisträger Steve McQueen, 53, steht vor der Veröffentlichung eines verstörenden neuen Werkes. Wie der 12-Jahre-alte Regisseur im Interview mit dem britischen Guardian verraten hat, wird sein 24-minütiger, dokumentarischer Kurzfilm Grenfell ab dem 7. April in London zu sehen sein. Im Grenfell Tower in London kam es 2017 zu einer fürchterlichen Brandkatastrophe, bei der 72 Menschen ihr Leben verloren. Es wird Leute geben, die ein wenig verstört sein werden, erklärte McQueen bezüglich seines neuesten filmischen Werkes. Der Film Grenfell zeigt einen ununterbrochenen Helikopterflug rund um die verkohlte Ruine des Grenfell Towers. Ohne Worte oder Filmmusik reist McQueens Kamera in dem aufwühlenden Doku-Kurzfilm aus dem Dezember 2017 um das Gebäude und blickt in Wohnungen, in denen Opfer des Großbrandes ihr Leben verloren hatten. Der Filmemacher, der selbst in der Nähe des Sozialbaus im Westen Londons aufwuchs, will mit seinem ausschließlich in der Serpentine Galerie in London gezeigten Film die schreckliche Brandkatastrophe kurz vor ihrem 6. Jahrestag im Bewusstsein der Öffentlichkeit halten. Es war kein Unfall, erklärte McQueen, der vielmehr vorsätzliche Vernachlässigung und zu einem gewissen Grad Geldgier für den Brand verantwortlich macht. Das Feuer im Grenfell Tower markierte die höchste Todeszahl bei einem Wohnungs- oder Hausbrand in Großbritannien seit Ende des Zweiten Weltkriegs. McQueens anklagender Kurzfilm wird nicht kommerziell ausgewertet oder im TV gezeigt werden. Bis zum 10. Mai ist er in der Londoner Serpentine Galerie zu sehen.